Das gab es in dieser Form noch nie. Am Sonntag fand im Innenhof des Schweriner Schlosses ein Trash-Metal-Konzert vor 192 sitzenden Heavy-Metal-Fans statt. Wir waren dabei. Das Residenzschloss zu Schwerin. Sitz des Landtages von Mecklenburg-Vorpommern und nicht erst seit der Corona-Pandemie Veranstaltungsort vieler kultureller Veranstaltungen. Das, was am Sonntagabend im Schloss Innenhof passierte, unterschied sich jedoch vollkommen von dem, was bisher im Schloss geboten wurde. Unter dem Motto Schwerin Castle Rock wummerten harte Heavy-Metal-Klänge durch den historischen Innenhof. Initiator des Konzerts war der Schweriner Kneipenwirt und Stadtvertreter Heiko Steinmüller. Ich habe gelesen, dass sie im Schloss was machen. Und nun weiß man ja, dass ich den einen oder anderen hier kenne. Und den habe ich angesprochen, den Landtagsdirektor, um ihn beim Namen zu nennen. Habe mit Armin gesprochen. Ich sage, Armin, wäre es möglich? Wir auch. Sagt er, ja, natürlich. Dann habe ich erst gedacht, das wäre ein Witz. Und dann kam auch hier Jens Kolbatzki auf uns zu und sagte, Steini, wenn ihr wollt, wir machen das. Und jetzt stehen wir hier und machen das. Zunächst gab es jedoch Klärungsbedarf im Landtag, da der Bandname einer der aus Schwerin stammenden Bands zu Irritationen geführt hatte. Es gibt halt eine Band, die den gleichen Namen trägt wie eine der Bands, die heute auftreten. Ich möchte die eigentlich gar nicht nennen, weil ich solchen Idioten keine Plattform bieten will. Das ist halt eine rechtsnationale Band aus Sachsen-Anhalt, die leider denselben Namen tragen. Und das führte dann irgendwie zu Irritationen, verständlicherweise. Und ja, da mussten natürlich vorher erstmal ein paar Fragen geklärt werden, ne, ob und wie. Und aber das konnten wir zur Zufriedenheit aller klären und hier sind wir. Auf der Bühne spielten zwei Schweriner Trash-Metal-Bands, Full Assault und Vae Victis. Für beide Bands war es der erste Auftritt seit Beginn der Corona-Pandemie. Ich hoffe mal, wir reißen heute so eine kleine Mauer ein. Nicht im wörtlichen Sinne, das Haus soll natürlich stehen bleiben, aber ja, es ist einmalig, dass Metal im Schloss stattfindet und das ist eine großartige Sache und wir haben echt Bock drauf. Man freut sich. Was soll man dazu sagen? Ne? Seitdem wir jetzt hier sind, der Soundcheck ist durch und alles stand und wir konnten loslegen, seitdem kommt ein kleines flaues Gefühl im Magen und das ist auch gut so. Historische Veranstaltungsorte haben besondere Vorgaben, so auch im Schloss Innenhof. Die Bands durften die Lautstärke von gemessenen 90 Dezibel nicht überschreiten. Keine einfache Aufgabe bei dieser Art von Musik, ist Heavy Metal doch dafür bekannt, sehr laut zu sein. Gerade was das Schlagzeug betrifft, haben wir dort ein bisschen vorgesorgt und ein sogenanntes Drum Shield uns besorgt. Eine Plexiglaswand, die wir jetzt vor das Schlagzeug gestellt haben. Und zusätzlich auch die Snare. Einfach ein Fell nochmal unter die Snare gelegt, damit sie ein bisschen handelbarer wird auch für den Mischer, dass das Schlagzeug nicht von der Bühne aus schon einfach viel zu laut wird. Und der Soundcheck hat gezeigt, dass das bisher ganz gut funktioniert hat. Also wir sind guter Dinge, dass das heute reibungslos funktioniert. Es hat funktioniert. Die Lautstärkengrenze wurde eingehalten und die Metal-Fans zeigten an diesem Abend, dass man auch im Sitzen Spaß haben kann. Insgesamt kamen 192 Besucher zu dem Konzert, dessen Erlös komplett gespendet werden soll. Die Bands und Ordner verzichteten auf eine Gage und die Schlossgastronomie spendete für jedes verkaufte Getränk 50 Cent, sodass am Ende eine Spendensumme von rund 1.600 Euro eingenommen wurde. Das Geld geht zur Hälfte an die Jugendfeuerwehr Schwerin und an den Verein Exit, der Menschen dabei hilft, aus der rechtsradikalen Szene auszusteigen.